Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier bei der EER. Heute aus dem wunderschönen Zandvoort. Also es riecht nach Puffertjes und Schokomel. Wir sind in den Niederlanden unterwegs. Zandvoort ist das Ziel heute. Ja, sechstes Rennen Out Cup hier schon. Wir sind schon über die Hälfte rum. Heute auch wieder ordentliches Feld. Daher jetzt ein bisschen früher drin als sonst im Stream, damit wir uns das Ganze mal in Ruhe gucken können, wen wir hier heute alles am Start haben. Gut, und dann schauen wir mal, dass wir hier die nächste Stunde, eineinhalb Stunden gut gefüllt kriegen. Wir blättern mal gerade, wo noch 6 Minuten zu gehen sind hier im Training, mal durchs Feld, und ich gehe gleich im Quali vielleicht noch mal näher auf die Leute ein, wie wir da alles haben. Also, Tommy auf jeden Fall dabei. Wie immer in Frikadelli Porsche zusammen mit seinem Teamkollegen Yannick. Die fahren beide die Frikadellis, fahren unter Pink Power und ja, rasieren so ziemlich alles, wechseln sich ab mit den Siegen hier. Also die zwei machen das unter sich. Wer noch ein Contender ist in der Meisterschaft auf jeden Fall, ist Ronny Klimche mit bei, der ja, glaube ich, auch nur 9 Pünktchen oder so dahinter ist. Das können wir uns gleich mal angucken, wenn wir aufs Rennen warten. Profitiert davon, dass die ab und zu mal nicht fahren, und dadurch ist dann ist Ronny da und ja, staubt die Pünktchen ab. Sunshine IG heute auch wieder am Start hier im Audi. S-Shell-Hase im, ja, ich würde sagen, EER-farbenen unterwegs im BMW. Yannick hatten wir gerade. Oh, da haben wir gerade schön den Einschlag vom Manuel Schneider gesehen, der hier mit dem McLaren unterwegs ist. S-Schumann im Ferrari unterwegs. Hat, glaube ich, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, er ist für Hetzer unterwegs. Hat er extra gesagt, dass ein paar Kollegen den Stream zugucken wollten und wir ihn doch heute ein bisschen mehr im Fokus haben sollten. Werden wir gerne tun. Sagt, er hat auch viel trainiert. Und mal gucken, ob es nachher reicht. Oder was? Nee, es war Holzhausen und Lang, glaube ich, Hetzer. Ich muss gleich nachgucken. Also ich komme mit den Nummern, also ist auch alles immer nah beieinander, komme ich immer ein bisschen durcheinander. Also hier auch 65 Holzhausen im Lexus unterwegs. Rinderer mit der 71 unterwegs hier im Rover Porsche. Ronny Pony im Aston Martin unterwegs mit der 15. Janchero im Audi R8 mit der 90. Mein Kollege, der Weichsi im Aston Martin, läuft hier auf den Lexus auf. Er ist halt auch nicht gerade einfach hier bei der Strecke. In Zandvoort kannst du immer ganz gut ran. Vorbei ist hier aber wirklich schwierig. Oder man muss so weit Risiko gehen, dass man fast rausfliegt. Derismann auch im BMW. War ja unser Überraschungspolsetter aus Imola und hat es dann im Rennen leider nicht so gepackt. Mal gucken, ob er es mittlerweile besser drauf hat. Unser Boxenstopp ist immer noch eine kleine Herausforderung für ihn. Ist lang an der Box. Unser Österreicher Jay Darberger auch an der Box. Kroko auch im Lexus unterwegs. Thank you.
steht auch an der Box. Ja, Tizi, auch neu, kommt vom Formel 1 Format von uns rüber. Und wollte sich jetzt mal im ACC probieren. Ging in Imola semi gut. Und sofern ich es gerade aus der Party rausgehört habe, war ein bisschen enttäuscht, wie weit er doch weg ist von der Spitze. Aber es ist halt ein anderes Fahren als Formel 1. Und Tizi hatte nämlich noch am Montag die Formel 1 gewinnen können. Also Tizi, mein Teamkollege bei Ferrari, wir fahren beim Mandel Sprint Cup zusammen. Tizi hat in Australien gewinnen können und ist dann mal eben hier rüber gejettet nach Sandford. Und dass er hier jetzt. Wie hast du das geschafft? Du bist jetzt im Game Chat, glaube ich, ne? Aber dann mache ich vielleicht eine eigene Party auf. So. Ich habe gedacht, ich habe eine Party offen. Ach, gut, dass man das ausgetestet hat. Also Tizi ist überrascht, wie weit er weg ist bei ACC, also bei Formel 1. Oh ja, verliert das Heck. Hat man schön gehört. Die Reifen den Kontakt verloren haben und er dann quer gekommen ist. Gott sei Dank kein Einschlag, aber ja. Mittlerweile haben es geschafft, 24 Leute auf dem Server, also jetzt gleich pünktlich zum. Oh Mensch, da ist aber ein kleines Problem hier, Pascal. Das ist der Porsche Cup, der ist um einiges unterlegen, also da solltest du vielleicht eben nochmal das Auto wechseln. Runter und. Der Porsche Cup ist jetzt nicht konkurrenzfähig zu den GT3s, da hängst du sonst hinterher. Würde er vielleicht gleich merken, dass am Porsche Cup. Ich lade mal eben ein und sage ihm Bescheid. Dass er mit dem falschen Auto drauf gejoint ist, sonst hat der Arme nämlich gar keine Chance. Okay, hast ihm gerade geschrieben. Perfekt, Jay. Dann braucht er nicht in meine Party kommen. So, wer ist denn noch unterwegs? Die Manuel fährt noch. Blind, was sind die? Achso, hier, Formella ist es, der noch fährt. Vielleicht nochmal die Boxeinfahrt üben? Nee. Geht hier nochmal über die Linie im Training. So. Training beendet. Wir gehen ins Qualifying. Und ja, wie ihr seht, geht direkt vorne gut los. Die Porsche sind die ersten, die hier rausgehen. Unsere beiden Pink Power, die ja eigentlich als Fricadelli, also warum das Team Pink Power heißt, verstehe ich nicht. Wir könnten es ja Fricadelli Racing nennen. Ich muss den beiden mal vorschlagen, ob wir das nicht umbenennen in Fricadelli Racing. Weil wer die Frikadelle fährt. Jedenfalls die beiden vorne raus, grobe lackierten Porsche Rinderer. Weichsee dahinter sehe ich, der schon raus ist. Also die Strecke ist eigentlich so viel, so groß und die Jungs knubbeln sich hier so ein bisschen gefühlt. Ne, das ist nicht. Wer ist denn das? Der andere ist das. Wachler ist der dahinter. Groten ist es, Groten. Hier ist Cedric Groten. Ist dann unterwegs im, mit der 117. Sieht fast aus wie so ein bisschen German Wings Design, muss ich sagen.
Und dahinter schon der nächste, Ronny. München. Also ja, so langsam wird's voll und eng auf der Strecke. Und dann wollen wir mal gucken, was gleich für Zeiten fallen. Die Top-Zeiten werden wahrscheinlich hier von Langhoff und Tommy gefahren, gehe ich fest von aus. Wobei wir nochmal hier beim Zusatzgewicht drauf gucken. Wir haben Zusatzgewichte heute dabei. Wir haben Yannick Langhoff mit der 30 Zusatzkilo am Start. 25 Revo ist heute nicht dabei. Aber Ronny Pony mit 20 Zusatzkilo. Wir haben den Jay mit 15 Zusatzkilo. Und wir haben Ronny Klimche mit 10 Zusatzkilo. Der Rest ist gewichtsfrei. Aber ja, mal gucken, wie es dann hier aussieht. Zwei Stops sind nachher im Rennen hier Pflicht. Und dann wollen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Ist auch relativ schwierige Boxenein- und Ausfahrt. Muss man auch immer alles hinkriegen. Strecke sollte man nicht einschlagen und das Auto heile rumkriegen. Und ja, dann kann das hier was werden. So, jetzt gucken wir mal, wo die beiden Porsche sich hier hinhetzen. Ob die erste Runde schon was wurde. Letzte Kurve. Sunshine IG geht gleichzeitig raus, links zu sehen. Tommy deutlichst vor Langhoff. Und die beiden deutlich vom Rest des Feldes aktuell. Aber noch sind die Reifen auch noch nicht die beste Temperatur, also bin mir auch schneller sicher, Tommy könnte schneller, wenn er an seinem Teamkollegen vorbeikommt oder der ihn vorbeilassen würde, weil Yannick hat ja Zusatzgewicht. Aber die zwei sind natürlich A, klar, Teamkollegen. Andererseits musst du auch sagen, Contender in der Meisterschaft. Ne? Also, ich meine, Rennen 6 von 10, da darf man auch schon mal auf die Gesamtwertung schielen und sagen, wir sind zwar ein Team, aber wir können ja auch gegeneinander fahren, oder? Also, das hat ja, glaube ich, sonst Red Bull, Mercedes oder andere Teams in der Formel 1 jahrelang so gehabt, dass wenn du ein gutes Auto hattest oder ein gutes Team zusammen warst, ja, dann hast du es halt in Konkurrenz im eigenen Lager. Das war der eigene Teamkollege. Sind ja meistens auch die besten Duelle gewesen. Ne? Also, wenn ich da mal an McLaren früher denke, Senna und Prost, also, das entschied sich dann nur zwischen den beiden. Hier in Zandvoort leider auch so ein bisschen kleinen Bug, wenn man das hier sieht. Startziel hinten raus. Leider. Oh, Yannick aber auf jeden Fall näher rangekommen. An Tommy. Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Krieg ich mittlerweile auf 3 vorgefahren. Ich gehe nochmal durchs Feld, wen wir so haben. Wie gesagt, Ronny Klimche war ich schon. Meisterschaft auch vorne mit bei. Oh, da ist ein Ferrari draußen. Wachler steht noch an der Box auf 4. Rissmann auf die 5 vorgefahren im BMW. Wie gesagt, letztes Mal Polesetter. Ronny Pony, überraschendes Podium in Imola, Platz 3. Und dadurch jetzt auch 20 Zusatzkilo für ihn. Also macht das aber ganz gut. Fährt damit auch hier auf 6. Also Ronny ist auch jemand, der stark Speed zugelegt hat. Verliert jetzt gerade hier den Platz gegen Schumann. Platz gerade gegen Schumann. So, dann haben wir Andy Brate hier im BMW unterwegs. Rinderer. Im
Porsche. Eine grobe Lackierung. Oder muss ich noch jemand... Oh, Schellhase hat sich vorne mit reingeschoben. Der hat selbes Team wie Ronny Pony. Haus- und Hofteam Ronny Pony und Schellhase sind auch beide in unserem Endurance-Team unterwegs. Ja, die verkörpern unsere Farben wie kein anderer, fahren immer in der EER-Lackierung eigentlich. Finde ich gut. Manuel Schneider auf der 10. Chaos Lemminger haben zum Beispiel einen neuen Cup zusammen mit der SSG, das Clash Masters eröffnet. Und es ist eine Mixed-Renn zwischen GT3 und GT4. Und ja, da haben wir auch ein Team gestellt mit Tommy ist drin. Dann ist der Manu drin, ich bin drin und Masurat ist drin. Also wir fahren dann bei NRW Performance, das ist das Team, was die Jungs sonst fahren. Und ich konnte es aber verhandeln, dass wir mit EER fahren oder bei EER fahren, dass die EER da bei diesem Rennen mit vertreten ist. Ja, die Jungs haben sich darauf eingelassen und finde ich toll. Gehe ich auch eigentlich fest von aus, dass wir da vielleicht ein gutes Ergebnis gelingen können, weil die Jungs ja auch relativ schnell sind. Rinderer zurückgefallen auf die 12. Wir gucken mal in die zweite Hälfte. Mein Teamkollege, der Weichsi mit der 7 hier im Schweinchen Aston Martin. Weichsi, ich hoffe, ich bin nächstes Rennen wieder dabei und unterstütze dich mit Punkten, damit es in der Teammeisterschaft für uns vielleicht noch nach vorne geht. Ah, okay, da ist Rabbit. Ich hoffe, du hast jetzt das Auto gewechselt. Oh, Weichsi, der da unsanft in der Haarnadel einschlägt. Holzhausen hier mit der 65 und dem Lexus. Auch stark nach vorne gefahren, also Groten ist auch jetzt kein schlechter. Die anderen auch, also es sind viele, die trainiert haben und viele, die nach vorne gekommen sind vom von der Leistung her. Ah, so wird immer noch angezeigt versehentlich. Also er hat eigentlich die 8, gehe ich davon aus, aber weil er schon am Server war, also Ritzenflitzer hat das Ganze hier mit der, ich glaube, die 8 muss das dann sein. Also fährt den BMW in den Österreich-Farben. Ist aber bis jetzt noch keine Zeit gefahren. So, ja, Alpha Pate, R-Punkt Pate, ist auch, kommt von der Formel 1 bei uns rüber. Fährt hier den Ferrari zusammen mit The Saint Mask. Ist neu für beide, also ja, die sind noch in ihrer Findungsphase, seht ihr, ist relativ weit weg noch, aber das gibt sich auch. Also wir haben alle so angefangen und hier hinten mit so und so viel Sekunden Rückstand, aber das gibt sich nach einer Zeit und dann kriegt man den Speed auch drauf und weiß, Alpha Pate, bei ihm fällt mir gerade auf stehende Bremsen, also vielleicht sollte er mal aufs ABS gucken, wo das steht. Du darfst hier ruhig mit ABS fahren. Also wenn du dich hier kein ABS fährst, bist hier deutlich im Nachteil. Stell das ABS mal ruhig auf 2 oder 3 im Ferrari. Und auch die Traktionskontrolle. Was bei Formel 1 immer verpönt ist, dass man das immer alles anmacht, ist hier im ACC alles gang und gäbe und normal, weil es die Autos halt serienmäßig besitzen. So, Saint Mask hier im anderen Ferrari, also die beiden fahren als Team, riecht das Ganze da schon ein bisschen besser. Unsafe Release in der Box bei Ritzerflitzer, also Oscar Ritter.
Ja, freut mich. 24 Fahrer sind es geworden. Hier vorne hat sich aber auch nichts mehr getan. Also, wenn Tommy jetzt nicht noch rausfährt, wenn ihm der Abstand zu Yannick hier langt, das ist nicht viel, ne? 700stel. Oder vielmehr 69.000stel. Das ist, ja, da kannst du auch mal holen. Und die ersten fünf kriegen halt auch Punkte direkt im Quali. Also das heißt, Tommy würde sich 5 Punkte holen, Yannick 2. Kriemchen würde sich 3 Punkte holen. Schellhase 4. Grüß dich, Vatermann. Die Party ist bei den anderen, glaube ich, drüben. Ich bin beim Kommentieren. Viel Erfolg. Ja, so ist das hier. Ich komme mir schon fast wie vor wie in so einer Kommentatorenkabine, wo die Fahrer dann kurz vorher nochmal reinkommen hier, um zu sagen, hallo, ne, wie es so ist, bevor es dann auf der Strecke geht, nochmal eben am Boxenfunk. Ich meine, Formel 1 Sky macht das mittlerweile auch, dass die sogar an den Kommandostand schalten können. Ja. Und mal gucken. Also, die Top 3 kriegen wir nachher bestimmt wieder vors Mikro. So, Rabbit, du heute nicht am Start, also du hättest ja auch mitfahren können. Oder tust du jetzt nur die Däumchen drücken für Ritzer und Darberger? Also für Ritter und Darberger ist das dann, wäre das dann. Österreich dann hier im Chat stark vertreten. Oh, Entschuldigung, Steven, bist du's? Ja, du hättest ja auch mal mitfahren können. Also es haben mittlerweile viele den Sprung hier von der Formel 1 mit rüber geschafft. Und ja, guck mal an. Hier Padrino fährt auf 6 mittlerweile rum. Saint Mask ist bei, Tizi ist rübergekommen. Kannst du gerne mit bei ACC, habe ich ja schon mal gesagt. Nach der Update-Version ist es richtig gut geworden und ja, hier wird richtig geraced, es ist Competition. Ja, üben, 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 Steven, und dann kannst du ja mitfahren. Also, wie du siehst, jetzt schwimmen nicht immer alle vorne mit bei, aber ne, hier so beim Jan Cero, so um die 15, da selbst für Position 15 muss man schon ein bisschen reintrainieren. So, Quali ist rum. Ich hab's verquatscht hier. Zeit ist rum. Wir gucken mal, wen wir hier noch auf der schnellen Runden haben. Oh, das schien mir fast zu spät. Da hat nur noch der Impact gefehlt. Bricht ab. Weichsi ist vielleicht noch auf der schnellen Runde, der sich das hier vielleicht noch weiter verbessern kann. Letzte Kurve. Nein, fährt auch in die Box. Die 21 ist die nächste da auf der Strecke. Das ist Formella. Das sieht auch nicht mehr schnell aus. 57. Wachler. Der sieht noch schnell aus. Aber sich verbessern kann. Am Ende ist die Strecke ja immer... Nein, geht auch in die Box. Jan Cero noch. Geht auch in die Box. Ach ne, die 98 war es. Guck, schlechte Augen. Alpha Pate geht in die Box. Die 65 auch nicht. Ja, damit haben wir ein Ergebnis. Und zwar... Das brauchen wir nicht klippen. Und zwar geht Tommy von der 1 ins Rennen vor Yannick, vor Klimchen, vor Schnellhase, vor Sunshine AG, Rissmann auf der 6, Ronny, Pony 7, Andy Barter 8,
Bachler 9, Schumann die 9. Jetzt muss ich nochmal unten eben ein Zack. Screenshot von unten machen. So, 5 Minuten haben wir um. Ich gehe nochmal eben mit euch durch. Breuer auf der 1, Jan, Langhoff auf der 2. Dann haben wir Klimchen auf der 3, Schellhase auf der 4, Sunshine IG auf der 5, Rissmann auf der 6, Ronny Pony auf der 7, Andy Brat hat es auf die 8 geschafft, Wachler auf der 9, Schumann 10, Rinderer 11, Tizi hat es auf die Position 12, Kühl hat es auf die 12 geschafft, sehr gut, Jay Darberger, der erste Österreicher, auf der 13, Manuel Schneider auf der 14, Jan Schero auf der 15, Cedric Gordon auf die 16, T. Weißebaum auf die 17, S. Holzhausen auf die 18, S. Lang auf die 19, ich glaube, die beiden sind nämlich Teamkollegen, das ist nämlich hier Hetzer, die Team genannt. Heute unser erster neuer, The Saint Mask, auf der 20 einsortiert, noch vor Formella und Kroko. Dann kommt Alpha Pate, also R. Pate auf der 23 und Ritzenflitzer, also P. Ritter auf der 24. Der beendet das Ganze von hinten dann. Ja, 60 Minuten haben wir gleich das Rennen. Er hat Naturtalent im Racing, Steven. Also ja, muss ich sagen, also Formel 1 war schon deins, aber das hier ist eine andere Welt. Aber ich meine, muss sagen, ne, Padrino hat sich hier auch relativ gut reingefuchst, ist in Imola eine Pole gefahren und hat auch schon zweimal am Podium geschnuppert. Also ja, Renntalent, ne, vielleicht auch. Das hat es aber bis jetzt noch nicht geschafft, das ins Ziel zu schaffen, weil das immer dann irgendwo mit der Strategie verkackt hat oder dann doch abgeflogen ist. Es ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Es ist halt wirklich mehr Simulation wie dann wirklich Formel 1. Und wir alle, die Formel 1 fahren, wissen das so ein bisschen. Ja, ist immer mal wieder. Also Saint Mars sagte mir zum Beispiel heute, er wird sich jetzt auch vermehrt hier auf ACC konzentrieren wollen, weil er hier den Eindruck hat, wenn er abfliegt, weiß er, warum es passiert ist und nicht wie bei Formel 1, das einfach mal randommäßig sich die Kiste weggedreht hat. Ja, Project Cars war auch ein grandioses Spiel. Teil 1 und Teil 2, Teil 3 leider nur noch Arcade Racer und jetzt leider eingestellt, nachdem sie verkauft wurden. Also, ja, ich hoffe, vielleicht haben sie da ein paar gute Sachen fürs neue Forza Motorsport sich aufgehoben. Das hoffe ich doch sehr. Weil das würde mich sehr freuen, wenn das auch so ein bisschen wieder in diese Richtung geht. Ich meine, auf dem PC brauchen die Leute nicht. Da ist alles mit selbst Assetto Corsa 1 noch gut gemoddet. Dann gibt es R-Faktor, dann gibt es Automobilista, was sehr gute Community hinten dran hat. Und jetzt kommt das neue Rennsport, was kommen soll. Also auch alles, was GT-Sport ist. Da ist auf jeden Fall die breite Masse auch, oder iRacing sogar, ne? Oder Race Room, was das alles ist. Da kannst du halt wahnsinnig viel Geld drin versenken. Und ja, bis jetzt auf der Konsole ist das Einzige, was wir so ein bisschen haben, hier ACC. Und ja. Die Bestzeiten können wir nochmal gucken, Steven. Kannst du zu Hause vor den Fernsehern, zu Hause könnt ihr das prüfen. Also der Tommy ist gefahren eine 1:35.853 und wobei die Zeit vom Yannick musste eigentlich noch besser einschätzen. Das ist eine 1:35.922, aber Yannick hat das letzte Rennen gewonnen und hat somit 30 Zusatzkilo im Auto, also das heißt 30 Liter. Ja, probier mal aus, kannst ja die Zeiten mal angucken, wo du bist. Du kannst auch hier am Server wobei ich den wahrscheinlich morgen schon auf die neue Strecke umstelle. Ich glaube, wir gehen nach Donington Park. Aber ja, wichtig ist halt, dass du die Streckentemperaturen, also ich habe 17 Grad, glaube ich, Strecke und abends, wir haben jetzt abends 20 Uhr, dass das alles passt. Strecke steht auf optimal. So, jetzt hoffentlich jeder auf, muss auf Fahren drücken, sonst würde er an die Box geportelt.
Tommy schon vorne mit der Lichthupe. Ja, weil wir werden jetzt gleich eine Stunde Rennen sehen mit zwei Boxenstopps, die gemacht werden müssen. Es müssen beides Mal die Reifen gewechselt werden. Das heißt, wir gehen von einer Mindeststandzeit von 30 Minuten, 30 Sekunden aus. Das Feld setzt sich in Bewegung mit den beiden Porsches vorne, gefolgt vom Mercedes, dann BMW, Audi, BMW, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ferrari. So, und dann verließ sie ihn. Porsche, Ferrari, Mercedes, McLaren, Audi, wieder Mercedes, Aston Martin. Der erste Lexus dann auf der 18, zweiter auf der 19. Saint Mask, Ferrari, dann Formella nochmal in Aston, Lexus auf der 22. Arte 23 und P. Ritter hinten mit dem BMW komplettiert das Feld. Es sind aber alle losgekommen, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt gucke ich mal, dass ich in die Wiederholung gehe, um den Helikopter uns einzustellen, dass wir für den Start gleich die Helikopteransicht haben. Das erleichtert uns den Start doch. Ja, es gibt Mantai Porsche, aber leider nur den alten. Und der ist ein bisschen untermotorisiert. Also wer weiß, vielleicht gibt es für den neuen Teil, was jetzt vielleicht nochmal ein DLC-Pack für 22 rauskommen sollte. Ja, warten, also ich. Man munkelt, was für Strecken kommen sollen. Also es könnte sowas wie Magny-Cours reinkommen, Hockenheimring und was ist denn da noch? Hockenheimring, Valencia soll vielleicht auch noch reinkommen. Das munkelt man jedenfalls, dass diese Strecken noch reinkommen. Und vielleicht schafft es dann auch noch mal ein Mantai rein. Also es gibt den Mantai Porsche, aber leider nur den allerersten Porsche. Das ist ja mittlerweile die zweite Evo-Version. Also der fährt sich auch um einiges besser als die anderen. Und wir sind schon in der letzten Kurve. Also ich finde wahnsinnig schwer, den Mantai zu fahren, aber du kannst das ja ausprobieren. Porsche ist generell relativ schwierig zu fahren, wegen dem Heckmotor. Also es ist ein sehr driftiges Auto. Jetzt gehen wir schon auf Start und Ziel. Double File ist ausgerufen. Fahrer nicht schneller als 70. Sehen wir auch hier. Wird sich schön dran gehalten. Bloß nicht zu schnell, dann gibt es direkt eine Durchfahrtsstrafe. Hatte ich mir, glaube ich, auch letztes Mal schon angefangen. So, jetzt gehen wir zurück in der Garage, damit wir das ein bisschen besser koordinieren können. Breuer kommt da gut weg. Yannick gar nicht hinter. Dahinter ist aber schon Griechen. Der sehe ich jetzt auf die 3. Wir gucken mal, wie sich in Kurve 1 weiter. Darberger dann mit einem kleinen Kontakt hinten. Alles sauber durch. Darberger da ein bisschen weiter gehen musste. Oh, Jan Schero, der da Kontakt mit Weichsi hat und abfliegt. Der einzige, der bis jetzt, der so ein bisschen da gerade Probleme hatte. Sonst sah alles ganz gut aus. Wir gehen nochmal durchs Feld. Wenn das jetzt gleich einmal aktualisiert ist, dafür müssen wir immer den Checkpoint abwarten, damit das auch passt. So, Tommy hat die Führung behalten können, bleibt hier vor Yannick, vor Griechen, Schellhase 3. Rissmann konnte sich auf jeden Fall auf die 5 verbessern, hat Sunshine Ajika geschluckt. Brate dahinter 7, Ronny Pony bleibt dran auf der 8. So. Dann kommt Schumann 9, Bachler auf der 10, Kohlefahrt glaube ich auch. Rinderer dran an Roten, der den Platz da gerade verloren hatte, glaube ich. Schneider, Tisi mit Schneider dran.
da ist schon St. Mark vorgefahren. Also der ist von der 20 auf die 15 hoch und hängt Tisi hier gerade am Hintern, die beiden Ferraris. Kommt da viel besser die Kurve. So. Geht auch sofort in Runde 1 an die Box. Also natürlich dürfen die Jungs das. Also wenn jetzt hier wieder zu viel Gedränge ist in der in dieser ganzen Startphase, kannst du natürlich direkt pitten gehen. Also es gibt kein Fenster, wann deine Stops gemacht sein müssen, sondern nur, dass du zwei machen musst. Die stehen jetzt mindestens 30 Sekunden, weil sie die Reifen wechseln müssen. Dass die beiden Schaden haben, glaube ich noch nicht, weil die eigentlich ganz gut waren. Bei Jan sieht es ein bisschen anders aus, glaube ich. Den habe ich ein bisschen durch die Gegend fliegen sehen. Er hat vielleicht was auf Heck gekriegt und hat sich dann da weggedreht. So sah es jedenfalls aus. Schien so, als ob er sich hier mit dem Weichselbaum so ein bisschen aneinander geraten ist. Wer auch ein bisschen Startverlierer war, ist Darberger, der aber wieder auf der 14 vorgefahren ist. Dadurch haben hier wahrscheinlich Tisi und St. Mark profitiert. Wachler muss dann... Roten ist das. Der muss dann ein bisschen... Oh, da geht der Robe weit und Wachler geht drin vorbei. Dann muss Roten aber gerade einen Fehler gehabt haben, damit Tisi wieder ran ist. In dem Platz aber jetzt auch gegen Darberger wieder verloren hat. Also zur Zeit ist sehr viel drin. Wir gucken noch mal hier vorne. Alles kriegen wir immer nicht rein, ne? Logischerweise. Aber das hier ist ein relativ enges Trüppchen. Ich meine, wir können uns das ja ganz normal bei Kriemchen on board angucken. Wo ist er? Da ist er. Und dann kann ich die Kamera typen. Ja, wir können ja mal eine Onboard-Runde hier mitmachen in Mercedes. Hinter ihm an die Brate, der da. Oh, gefährlich nahe kommt. Ja, auch schon mit der Lichthupe, klar. Wo im Ronny-Pony, der halt jeder kriegen möchte. Sieht man an der Bewegung des Lenkrads, dass er ein Controllerfahrer ist. Ne? Dazu würde niemals einer am Lenkrad zubbeln, aber die Controllerfahrer korrigieren logischerweise damit. Wenn wir gleich mal auf einen Lenkradfahrer gehen, dass das halt andere Bewegungen sind im Lenkrad. Einmal, das ist Wachler. Immer Ronny Pony gesehen. So ein bisschen Zapping hier. Das ist Ronny Pony, wo wir gerade drauf sind. Da weiß ich, der fährt Lenkrad. Oh. Stop and Go, P-Ritter, der war auf jeden Fall wahrscheinlich zu schnell in der Box. Kommt da gerade vor den beiden auch wieder raus. Zu schnell in der Boxengasse ist dann leider auch das Stop and Go von 30 Sekunden. Ja, steht da jetzt gerade echt blöd im Weg rum. Blue Flex. Das wird Rissmann gar nicht schmecken gerade. Sollte ein bisschen Platz machen. Gerade wenn er da überrundet wirst. Da braucht er nicht gegen. Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Er wird überrundet. Da braucht er nicht gegenhalten. Also sowas geht natürlich nicht. Ja, und hinten ist direkt Ronny dran. Quasi fragt den Mercedes da fast im Kofferraum vom Aston. Da jetzt aufpassen, dass er ein Links nicht kriegt, aber die nächste ist eine Rechtskurve. Oh, zu zweiter durch. Jetzt muss er eben die Tür auflassen. Switchback. Nee, lang nicht. Die Kick geht die Position von Ronny Pony. Jetzt verliert er noch eine gegen Antibate. Nee. Obwohl vielleicht
Mercedes, der BMW ist relativ schnell aufgefahren. Zieht sich da massiv im Windschatten ran. Reicht aber nicht zur Kurve 1. Oh, doch, 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 doch. Das war aber relativ spät von Animate auch. Das war fast eine Dive-Bomb, der lässt auch wieder ziehen. Weiß er, dass das nicht ganz sauber war und lässt ihn wieder vorbei. Tommy vorne mit, wie der den. Die beiden haben sich auch schon gut Vorsprung vor Shellhase rausgefahren. Ne? Hier können wir Typ so. Ich glaube, die ist leider nicht so gut hier, die Helikopterkamera. Ich könnte nochmal gleich in die Wiederholung gehen und versuchen, umzustellen, dass wir für uns vielleicht eine bessere Kamera gerade holen für auf der Strecke. Vielleicht probieren wir die mal. Das ist so ein kleiner Hack, dass wir das im Spiel machen können. Wenn ich eine Tastatur anschließen würde, wäre es auch alles besser. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, Tommy kann sich hier vorne relativ gut absetzen vor seinem Teamkollegen, der mit den 30 Zusatzkilo auch ein bisschen was zu schleppen hat. Shellhase sichert das Ganze dann aktuell für die EER auf der 3 ab. Rissmann, der gerade wahrscheinlich so ein bisschen außer Hose gesprungen ist bei dem Überrundungs-Inferno dort, konnte sich jetzt aber auch wieder ein kleines Stückchen lösen, hat aber jetzt von hinten den WM mit Favoriten Kriemchen hinter sich direkt. Und ja, Rissmann konnte sich eigentlich auch im Imola ganz gut eigentlich vorne auch halten. Hat es dann aber leider bei den Boxenstopps verkackt. Also statt zwei hat er insgesamt vier nachher machen müssen, weil er eine Durchfahrtsstrafe hatte und einmal vergessen hat, die Reifen zu wechseln oder zu tanken. Und ja, dann geht das relativ schnell. Nee, das ist kein. Steht es noch im Streamtitel? Also F1 22? Sollte eigentlich. Okay, es ist. Seit irgendeinem Update ist das leider Gottes. Ich kann es nicht mehr einstellen an der Xbox, welches Spiel es ist. Und der richtet sich, glaube ich, nach dem Spiel, was davor gestreamt wurde. Und montags ist bei uns immer Formel 1 im Angebot. Und deswegen. Steht da jetzt Formel 1 22, es tut mir leid. Also du bist definitiv drauf hier bei uns bei ACC. So, hier vorne sind die Abstände relativ eingefroren. Ich bleib mal hier gerade bei Andy Barthe dran, weil der auch wieder bei Ronny Pony dran ist. Und ja, von hinten kommt auch Sunshine IG, der sich da vielleicht einen Fehler erhofft, woraus er profitieren könnte. Ja, wenn er da aber so weit fährt, dann sticht der Audi vielleicht auch durch. So, dann habe ich mir sagen lassen, ich soll die 82 und die 65, also das ist Team Hetzer, ein bisschen mehr heute rausheben. Das gucken wir uns gleich auch mal an. Das sind die beiden Lexus, die haben sich letztes Rennen schon gegeben, also fahren auch ungefähr gleiches Tempo, gleiche Schritt-Themen. Ein Team, ne? 82 und 65. Auch schon deutliche Blessuren rechts hier der Lexus, wie man sehen kann. Hat da vielleicht schon mal den einen oder anderen Lackaustausch gehabt oder vielleicht auch eingeschlagen. Passiert hier auch schnell, weggedreht und mal eben rechts oder links eingeplankt.
geht schnell. Und dahinter haben wir dann schon Tommy, der jetzt auch schon den ersten Stop für sich erledigt hat. Bachler schon einen Stop erledigt, Schneider. Alpha Pate noch nicht, der fährt nur hinten rum. Saint Mask war schon direkt am Anfang. Weißelbaum war schon einmal und Formella war schon. Und ich bin der Zuschauer. Groten ist hier am Ferrari dran. Das ist hier auch eine Passage. Hier muss man schnell dran vorbei oder rankommen. Und dann hat man vielleicht hier innen eine Chance. Außen eher weniger. Also wenn du da innen zumachst, ist da auch kein Weg dran vorbei. Oh, und da musst du aufpassen. Wenn du da das Auto verlierst, dann schlägst du auch direkt ein. Dann wird es heckleicht und dann schlägst du dort wie die Kiste an. Oh, Ronny Pony. Oh, ja. Ich hab's gesehen. Das war Darberger, der da in Ronny Pony gefahren ist, der irgendwie von der Strecke abgeflogen ist. Das ist natürlich sehr unglücklich. Aber hier ist halt auch nicht viel Platz. Ne? Jetzt muss man sich natürlich nachher mal angucken, ob es ein Unsafe Release war von Ronny. Aber ich glaube, der ist einfach abgeflogen und wollte nur wieder losfahren. Ja, aber wie ich zum Anfang sagte, man muss ja hier auch erstmal durchkommen, fehlerfrei. Und man sieht aber soweit an. Man fährt dabei jetzt an die Box. Vielleicht doch mehr kaputt gegangen, als dass man sieht. Sehen tue ich nichts groß. Aber wollen wir mal schauen. Wo waren wir denn? Roten, der am Schumann dran war. Und Sunshine, der an die Brate da ist. Und Riemchen, der an Rissmann dran ist. Also das sind also aktuell so ein bisschen unsere engen Fights. Und natürlich hier unsere beiden Lexus. Hier auch. Ah, ist, der andere ist an die Box gegangen von den Lexus. Der streitet sich hier gerade mit dem Markenkollegen, aber auch ja, ich bin mir nicht sicher, was Ronny da gemacht hat. Also ob Ronny da ein Unsafe Release gemacht hat, also ich meine, ist auch eine schnelle Ecke da, ne? Also wir sehen, die Karte ist relativ voll. Normalerweise ist der Ronny nicht einer, der wieder auf eine Ideallinie zieht, aber wenn er rausgeflogen ist und stehen geblieben ist, langsame Fahrt, versuchen wieder rein zu fahren. Manchmal passiert das. Ist halt jetzt auch nicht besonders breit hier. So, auch da hier eine Überrundung. Die Rissmann aktuell gerade so ein bisschen den Arsch rettet. An die Brate mit Sunshine IG. Rot kommt da auch wieder näher dran. Guck mal, wo man sonst noch relativ eng haben. Das ist halt eine Strecke hier auch, ne? Du musst wirklich fast eine Sekunde schneller sein, damit du hier gut vorbei kannst. Also es ist wirklich schwer zu überholen hier in Zandvoort. Du fährst eigentlich die ganze Zeit hinterher und versuchst es vielleicht über Taktik, über einen Undercut. Ein Undercut funktioniert hier in ACC sehr gut, dass du raus, also früher pitten kannst. Und vielleicht durch freie Fahrt dann was machen kannst. Also zum Beispiel, so wie ich das sehe, ist Groten schneller, aber Groten kommt nicht vorbei. So, da fliegt der Lexus vorher ab. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht... Er lässt beide durch, sehr gut. Jetzt muss er halt natürlich gucken, was mache ich? Wir haben jetzt gleich sowieso das Fenster erreicht, wo du wahrscheinlich Plan A pitten würdest. Strategisch würde ich jetzt an Groten seiner Stelle sagen,
du, ich fahre früher an die Box und ich versuch's dann halt mit ein paar Litern mehr und freier Fahrt, mich an dem Ferrari hier vorbei zu pitten. Überfahren, also der Overcut funktioniert hier eigentlich selten. Der Undercut ist hier aber meistens sehr stark. Trotz, dass du mit den Reifen, die du aufziehst, erstmal auf Temperatur kriegen musst. Aber ja. Wenn du das ganze Rennen hinterher fährst, also hier an dieser Position, hast du wahrscheinlich nichts gewonnen. Du gewinnst die Position gegen ihn selber. Vielleicht an der, wenn ihr beide in der gleichen Runde geht und du das im Pit ein bisschen besser machst als er. Wenn es beide nicht auf automatisch haben, die es nicht wissen, man muss beim ACC relativ viel selber machen in der Box, oder wenn man viel selber macht, kann man da mal eben 7 Sekunden schneller sein. Die Autos müssen mindestens 30 Sekunden stehen für die Reifenwechsel. In der Zeit kann ganz bequem nachgetankt werden. Also das heißt, strategisch ist das jetzt kein Thema, ob du jetzt 50, 40 Liter tankst oder wie auch immer. Haken. Es sei denn, du hast nachher ein Problem mit dem Gewicht, aber normalerweise nicht. Dann kommt es halt hinzu, die schnellen Leute, jetzt geht er an die Box, die schnellen Leute bremsen halt relativ schnell, zügig hier auch zur Durchfahrtslinie an der Box an, sind dann auf Temperatur, machen jetzt schon dann quasi im Anfahren an die Box die Zündung aus und rollen quasi nur noch in ihren Spot rein, halten an, machen den Motor aus. Das Auto geht direkt hoch. Die es auf Automatik haben, fahren bis ran an diese Box, dann hält das Auto an, dann geht erst die Zündung aus und dann wird das Auto erst hochgebockt. Und die anderen haben sich dann natürlich so ein bisschen kleinen Vorteil erschafft, wenn sie reingehen, das manuell gemacht haben und vielleicht schon die Zündung aus ist, perfekt stehen, das Auto geht hoch, sind 7 Sekunden, die da. Also bei den Chaos-Lemmingen ist der Arish immer, der hat das in Perfektion drauf, der macht Boxenstops. Nachher denkt man, wo ist das her? Man fährt wieder aus der Box raus und sagt, wieso habe ich auf den anderen 17 Sekunden verloren? Das geht hier aber relativ schnell. Boxenstops muss man in ACC wirklich üben. So, Rissmann fährt und fährt und fährt und sucht das Heil in der im Fahren, weil ich weiß ja, dass er seine Problemchen mit dem Boxenstopp hat, aber vielleicht wird das jetzt auch gleich zeigen, dass er es dann doch gut kann. Nee, fährt weiter. Ja, solange du freie Fahrt hast, ich meine, du läufst jetzt gerade auf Überrundete auf. Ob das unbedingt schnell und klug ist, weiß ich nicht. Ja, Verkehr ist immer nicht die beste Option, um schnell zu sein. Aber gut. So, Jan Chero hat sich mittlerweile auch wieder auf die 10 vorgefahren nach dem Startunfall, den er da hatte. Aber der hat natürlich auch noch keinen Pit gehabt und hinter ihm alles schon gepittet, außer Alpha Pate und Holzhausen. Ja, Holzhausen auch schon eingeschlagen. Ich meine, der war an der Box, hat aber wahrscheinlich vergessen, die Reifen zu wechseln. Und Reifen wechseln musst du, sonst zählt diesen Count nicht runter. Also Reifenwechsel sind Pflicht. 2 Stück. Und deswegen steht man ja 30 Sekunden. So, und jetzt mal gucken. Und seht ihr, was ich meine? Groten hat aktuell, wenn ich das jetzt sehe, ziemlich viel freie Fahrt. Und wenn der jetzt gerade sein Tempo aufgezogen kriegt, dann hat gleich Schumann nicht den Hauch einer Chance, wenn er einen guten Stop erledigt hat. Ne? Dann hat er nicht den Hauch einer Chance, weil er dann einfach dran vorbeifährt. Weil Schumann fährt immer noch. Also über die optimale Strategie sind die Herrschaften hier vorne alle rüber. Ja, das heißt, wir... Oh, Rissmann geht ran, wie ich sehe. Dann wollen wir mal gucken, ob er es geübt hat. Andi Barthe geht auch ran. Yannick fährt vorne weiter. Jetzt geht er auch ran, Schumann. Also jetzt sehen wir gleich, weil wir die ja direkt hatten im Duell, hat
das bei Cedric funktioniert. War er schnell genug in der Box oder nicht? Ja, waren die haben die Jungs jetzt hier sich alle benommen in dem Pit Limiter? Was? Wie funktioniert's? Wir bleiben mal vielleicht bei Cedric gerade drauf, damit wir das direkt vergleichen können. Cedric ist unten in der Minimap jetzt aktuell der rote Punkt für uns und unten anstatt Ziel sehen wir die anderen, die noch an der Box stehen. Also auf der Minimap können wir es ganz gut verfolgen. Wie rechnet sich das jetzt gleich für die aus? Ich scroll mal ein bisschen hier nach oben. Wir sehen das. Wenn sich hier diese Zahl beim Schumann auf die 1 reduziert, ist er losgelassen und kann wieder fahren. Das P ist weg. Jedenfalls bei Andi Barthe und Rissmann. Und bei Schumann wird gleich das P wegfallen. So, Schumann fährt wieder. Fährt raus. Oh, da hat er aber viel verloren beim der Cedric. Also hat er echt wieder einen ganz schlechten Boxershop gemacht. Der hat ordentlich verloren. War kein guter. Ja, er ist hier. Und Schumann ist da. Also wird sich gleich aktualisieren, die Zwischenstände. Aber hat Schumann guten Stop gemacht. Hat Groten das ein bisschen den Stop verschissen. Locker 10, also vielleicht hat er einen Schaden gehabt, den er repariert hat. Dann kommt das natürlich auch on top. Wenn du einen Schaden hast, den du reparierst am Auto, dann stehst du vielleicht 10 Sekunden länger. Wenn du 10 Sekunden hast. Ne? So, aber lass mich mal gucken. Rissmann hat den Stop gut hingekriegt, hat aber ein bisschen einbüßen müssen, weil er sich direkt jetzt hier im Zweikampf mit Sunshine IG, der ja früher gepittet hatte, da haben wir jetzt gesehen, dass zum Beispiel der Undercut funktioniert hat, also Sunshine IG, der vorher nicht dran war, an Rissmann ist dran vorbei und Andi Brate ist sogar vorbei an Rissmann. Ne? Also da hat es funktioniert. Die waren aber an der gleichen Runde dran, das heißt aber Andi Brate hat es einfach den Stop besser hingekriegt. Stand wahrscheinlich viel kürzer als Rissmann. Das ist so ein bisschen das Problem von Rissmann wahrscheinlich heute, dass er vielleicht auch auf der Strecke schnell ist, aber auf der Strecke wahrscheinlich nicht vorbeikommt. Also selbst mit den Formel 1 Autos, die einen super Anzug haben, ist es relativ schwierig hier zu überholen, wenn der andere nicht gerade mitspielt, und mit GT3 Autos ist das unbedingt nicht einfacher hier. Also wir haben hier wirklich zwei Positionen, wo du vielleicht später auf der Bremse was machen kannst, aber du musst einfach auf einen Fehler hoffen des anderen oder dass er dir irgendwo eine Tür auflässt. Ja, hier jetzt vielleicht besser rausbeschleunigen oder so. Jetzt diese Zufahrt vielleicht innen reinbremsen. Ist natürlich schwierig gegen Markenkollegen, ne, der dasselbe Auto hat ungefähr. Wenn du jetzt ein anderes Fabrikat vor dir hast, dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass du sagst, ja, du, zum Beispiel, der Porsche kommt relativ gut aus den Ecken raus. Steven, wenn du den mal probierst, wirst du es sehen. Der kommt super aus den Ecken raus, hat aber vielleicht ein Problem auf der Bremse. Dagegen schmeißt so ein, oder hat er ein Problem auf der Startziel, weil er einfach den Topspeed nicht hat. Dafür ist so ein BMW hier relativ schnell mit Topspeed auf der Geraden. Also das heißt, Strecken wie Paul Ricard, die einfach nur geradeaus gehen, da schnupft der BMW dich weg. Andere Strecken, die jetzt vielleicht hier mehr rausbeschleunigen müssen, da hast du vielleicht jetzt nicht so gute Karten mit BMW gegen Porsche, weil der Porsche hat hier vielleicht dann doch aus der Kurve raus bessere Traktion und ist dann vielleicht doch vorbei. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Jedes Auto auf jeder Strecke immer unterschiedlich. Also es gibt kein Überauto, wobei viele fahren ja in Porsche.
Porsche ist ein super Auto. Porsche hat aber auch seine Macken, ne? Also der Porsche ist auch zickig. Wenn der leicht wird, und dann rutscht der auch schon mal gerne weg. Den musst du fahren können. Hinterher, was soll er machen, ne? Wir gucken mal von den Abständen, was haben wir? Harte und lang, schon ein bisschen was zurück. Aber noch fahren alle. Also einen habe ich verloren. Einen habe ich verloren. Ich glaube, dass der Ritzenflitzer ist rausgegangen. Der andere BSE ist raus. Berger jetzt halt durch den Kontakt zurückgefallen auf die 13. Das war auch noch in Ordnung. Ja? Also ist immer noch auch vor Groten, vor Weißelbaum, vor... okay, die anderen sind jetzt... Da musst du auch eigentlich vor sein. Oh, Rissmann ist vorbei. Rissmann hat er sich an die Barte geschnappt. Und zwar, glaube ich, die Zufahrt dort. Also ob der Andi da einen Fehler gemacht hat. Oder nicht. Jedenfalls ist Rissmann vorbei und geht jetzt auf die Jagd vom McLaren vor ihm. Also M. Schneider. Oder muss aufpassen, dass ihn an die Barte nicht gleich nochmal holt. Sunshine IG ist durch mit den Stops. Oder Halbzeit. So, und eigentlich müsste es hier jetzt gleich irgendwann mal auch... Also eigentlich ist das ja Lights Out Cup. Das heißt, wir reden eigentlich von Dunkelheit. Aber ich habe hier in Sanford eingestellt, wie es auf allen anderen auch eingestellt ist. 20 Uhr bis 22 Uhr Wetter. Guckt euch das an. Wir haben hier... das müsste... Im Spiel ist das jetzt... eine halbe Stunde ist rum. Das heißt, im Spielbesitz haben wir jetzt 9 Uhr. Hier ist hell. Da ist nichts mit Dunkelheit hier. Ja, vielleicht muss ich das... Das ist seit dem Update irgendwie, dass die Uhrzeiten sich da ein bisschen verdreht haben. Vielleicht müssen wir da nochmal an den Uhrzeiten ein bisschen drehen für die letzten Rennen. Weil wir wollten ja eigentlich nachts fahren. Ich meine, die Lichtershow ist auch schon an. Und vielleicht wird es jetzt gleich nochmal zum Rennende dunkel schon. Aber Sinn und Zweck war das eigentlich anders. Ja, Tizi, auch ein annehmbarer 16. Platz. Eigentlich ganz gut. Bestimmt nicht da, wo er hin möchte, aber es ist der richtige Weg. Fehler gehabt haben. Der war viel näher dran beim letzten Checkpoint. An Rissmann. Ich glaube, vorne ist soweit schon. Das ist Breuer und Langhoff, nimmt das keiner mehr. Schellhase macht da aktuell die 3 relativ gut abgesichert, ne? Und Wachler holt sich dann hier die 4, 5. Also ich meine, die Stops kommen ja gleich nochmal. Es kommt da vorne, müssen sie alle noch einmal ran. Aber wollen wir mal sehen. Es kann ja jetzt auch noch viel passieren, ne? Ich meine, Track Limits ist hier, glaube ich, nicht das Problem. Wenn du Track Limits halt hier in ACC kassierst, kriegst du eine Verwarnung, kriegst du 2, kriegst du 3. Bei der 4. ist eine Durchfahrtsstrafe drin und die tut weh. Dann bist du auf jeden Fall mal locker 30 Sekunden weg. Und ja, wenn du einen Fehler beim Boxenstopp selber machst, ist es natürlich... Ist es die Stop and Go von 30 Sekunden. Und das sind mal locker eine Minute, die du ja verlierst. Und dann kann selbst ein Tommy mit dieser Stop-and-Go-Zusatzstrafe
irgendwo hier um Platz 10, 12, 13 mitfahren, wenn das bei ihm zuschlägt, wenn er den Pit-Limiter nicht reinhaut, wenn er zu spät auf der Bremse ist, wenn er zu früh am Gas ist. Da kennt der Spieler kein Pardon. Also es gibt eine kleine Toleranz. Und die richtigen Schwitzis haben es wahrscheinlich auch schon rausgekriegt, wo denn genau das anschlägt. Aber eigentlich heißt es 50 in der Box. Und ich habe mir aber schon sagen lassen, dass man an dem Schild vielleicht auch schon mal 70 drauf haben könnte, ohne dass das Spiel groß sagt, du, du, du. So, Wachler geht rein, holt sich 27 Minuten vor Ende nochmal den finalen Gummi für am Ende. Weichselbaum, der hier an St. Mars rangefahren ist, der auch super eigentlich das Ganze gemacht hat bis jetzt, ne? Also dafür, dass er heute sein erstes Rennen ist, auf die 14 vorgefahren. Ja. Gefällt mir, ist gut. Aber auch da muss er gleich den zweiten Stopp erstmal hinkriegen. Oh, das war knapp. Da kommt Wachler aus der Box. Ich meine, das ist auch eine blöde Boxenausfahrt hier. Sortiert sich hier nach dem Stopp hinter Weißelbaum rein. Ja, ist natürlich blöd. Ist jetzt kein Blue Flex, sondern das ist Positionskampf, weil er ja zurückgefallen ist. Und kann sich es eigentlich jetzt gar nicht erlauben. Ja, blinkt er natürlich und sagt, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Das muss der Weichsi aber nicht tun, weil ihr seid aktuell um Positionskampf. Und Wachler sieht natürlich seine Position 4 vielleicht schwinden, wenn er hier hinten jetzt eine Sekunde pro Runde langsamer unterwegs wäre. Er macht dann natürlich... Oh, da hat er kurz aufgesetzt, da ist er fast weggerutscht, wenn ihr das gesehen habt. Jetzt wird er natürlich am AMG die Lichthupe auspacken und sagen... Versuchen, den Weichsi da wegzuflashen und sagen, weg, 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 lass mich durch. Aber es ist ja Weichsi sein Ding jetzt, ob er ihn durchlässt, ob er nicht durchlässt. Ich meine, Weichsi wird jetzt auch Teufel tun, um vom Gas zu gehen, um ihn vorbeizulassen, weil er sich ja vorne auch mit St. Mask noch im Positionskampf befindet. Und vielleicht auch vorne dran noch mit Zegroten, aber ja, es ist dann halt das Risiko, was, ne, da hat man schön gerade gesehen, wie er flasht. Das ist halt das Risiko, das, was du machst, wenn du relativ früh pitten gehst und sagst, dann bin ich aber schon mal durch, dass du natürlich jetzt gerade dann im Feld hängen bleibst, also Track Position, ganz großes Thema, gerade auf so einem kleinen Kurs wie Sanford. Ja, das, was da angezeigt wird, Blue Flex, ist nicht, weil das ein Positionskampf ist. Aber da, da hat er dann auf jeden Fall hinten berührt. So, da kommt die Blue Flag. Dann nochmal gedreht. Aber wie es mit dem Auto alles in Ordnung sah, jetzt nicht so groß aus, der Schaden, aber das kann immer täuschen. Da hat sich Dennis bestimmt mit der Bremse vertan und ist im Weichsi da hinten aufs Heck gefahren. So, jetzt geht es auch endlich da wirklich ein bisschen die Sonne unter. Oh, Weißelbaum geht jetzt auch in die Box. Hat da bestimmt ein bisschen Schaden.
denken wir zumindest, es tun's. Frische Reifen. Hält da fast an, ne? Beim Schild bloß keine Strafe kassieren. Vielleicht auch nochmal gerade die Strategie umswitchen, was er da hatte. Oh, Rissmann konnte ein bisschen zu Klimchen zufahren. Und ja, Leute, das ist Platz 4, ne? Wo wir drum reden. Und Wachler ist da ja auch noch mit in der Verlosung. Also das heißt, Klimchen, Wachler, Rissmann sind da noch dran. Andi Brat hat mittlerweile 5 Sekunden Abstand. Und Rissmann kann das hier zufahren. Ne? Also ich glaube nicht, dass das hier noch für Schellhase reicht, weil Klimchen hat da auch schon 20 Sekunden Rückstand auf Schellhase, aber das ist um Platz 4, was die hier fahren, gegen Wachler. Der ja schon an der Box war. Schneider ist mittlerweile durch, Wachler ist durch, Sunshine IG ist durch, Weißebaum ist durch, Jan Schero ist durch und Formella ist durch mit Reifenstops. Holzhausen hat noch 2 vor sich. Bin ich mir ganz sicher, der hat es einfach vergessen, die Reifen zu wechseln. Oh, Tizi, was hast du denn? Wieso bist du raus? Mensch, das war so gut. Was war denn los? Verkehrte Reifen, verkehrte Bremsen drauf, Tizi? Also du bist doch bestimmt einer gefahren, oder? Oder hast du nicht umgestellt von 4, dass die Bremsen aufgingen? Also. Oder waren die Reifendrücke jetzt wegen dem Temperaturabfall nicht mehr in Ordnung? So, jetzt müsst ihr mal aufpassen. Saint Mask und Wachler sind hier in einem Kampf. Und dahinter kommt aber Tommy, der auf A1 ist. Für Saint Mask auch neu, fährt da aber weit. Will natürlich nicht so weit fahren, dass Wachler mit durchkommt, ne? Klar. Ja, ja, ja. Rechnung, oh. Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kleiner Kontakt. Beide noch drin. Geht auch gut. Wollen wir mal gucken. Jetzt geht's da Head-to-Head Richtung Kurve 1. Von mir seh zu, dass du deinen Arsch da aus der Schusslinie bringst. Das wird ein Duell auf der Bremse. Saint Mars bleibt vorne. Den will er nicht hergeben. Den muss er nicht hergeben. Das war ein sehr schönes Duell. Ja, vielleicht ist es die Bremsbelüftung gewesen bei dir. Wachler jetzt innen durch. Klasse Duell von den beiden hier. Real-to-Real Racing. So macht das Spaß. Jetzt ist, glaube ich, vorbei für Saint Mask. Also war aber ein super Duell hier zwischen Saint Mask und Wachler. Da ist Wachler dann doch ein Stück weit zu schnell für. Wurden die denn zu heiß, Tizi, deine Bremsen? Also rot geworden? Ist natürlich blöd, Tizi, dass du die Kiste abstellst, weil also du warst ja hier Position 14, 15, das wären dicke, gute Punkte gewesen. Wenn du die Kiste abstellst, kann ich dir natürlich keine Punkte geben. Dauerhaft grün, ne, das ist eigentlich in Ordnung. Hättest du vielleicht ein bisschen früher gebremst und wärst durchgefahren, weil also vor hier Position 18, 19, 20 wäre das bestimmt gewesen.
Also wir verteilen ja bis Position 27 runter Punkte. Daher durchfahren immer Gebot Nummer 1. Also ne, auch hier so ein Lang- und Alpha-Part, der jetzt hier 5 Runden Rückstand hat, der kriegt seine Punkte für den Platz, weil er durchgefahren ist. Und ja, ich verstehe den Punkt, dass du sagst, ich möchte keinen drauffahren und keinen gefährden. Aber dann passt man vielleicht seine Fahrweise ein bisschen an, sagst, okay, ich nehme den Speed ein bisschen raus und fahre das Ganze jetzt noch die letzten 20 Minuten zu Ende und kassiere halt noch ein paar Punkte. Vielleicht kassiere ich vielleicht noch Platz weniger, aber. Aber gut, ne? Ich meine, aber war trotzdem ja eigentlich ein super Rennen. Also wenn ich da ans Debütrennen bei dir aus Imola denke, das war ja relativ schnell in Kurve, in der Tamburello-Kurve schon fast vorbei. So, da kommt Yannick hinten, der Saint Mask jetzt überrundet. Da würde er jetzt auch gleich Platz machen müssen. Es wird zunehmend dunkler, wir sehen die Scheinwerfer immer mehr. Yannick, der halt mit dem Porsche nicht wirklich vorbeikommt, wie ich schon sagte. Oh, jetzt pass auf, Saint Mask, weil gegen Manuel bist du auch im Positionskampf. Da hast du ein bisschen geschlafen beim Vorbeilassen. Darauf hat natürlich der Manuel gehofft. Oh, da geht's auch weit. Vielleicht auch da Bremsprobleme, weiß ich ja nicht. Oder Reifenprobleme, dass die vielleicht eingehen. Also 16 Minuten noch zu gehen. Reifendruck hängt natürlich auch alles immer ein bisschen an der Streckentemperatur. Vielleicht da nochmal den Reifendruck checken, ein bisschen was ändern. Und auf jeden Fall neue Ploys holen. So, Breuer ist auch durch. Kommt da nur knapp hinter Kriemchen raus. Also, das ist ja mal sowas von safe, dass die beiden Frikadellis das hier vorne wuppen. Ronny Pony auch schon wieder vor auf 5. Aber der muss ja noch stoppen. Ich glaube auch hier, wenn da nichts dazwischen kommt, Shellhase geht dann auf die 3 vor wieder. Shellhase ist schon hier. Wachler ist auf jeden Fall dahinter. Wo waren denn denn? Achso, ich hatte ja gesagt, Wachler gegen Rissmann. Um die Position 4, ne? Also, ja, ne? Rissmann hat auf jeden Fall bei den Boxenstops diesmal keine Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz hat er sehr viel Zeit verloren, ne? Wenn ich mir das angucke, im Gegensatz zu Wachler und davor schon, der wäre deutlich besser platziert. Also Rinderer und Ronny Pony kriegt er vielleicht noch, dann ist er auf 7. Den hatte ich fast auf 4 gesehen. Der hat ein bisschen verloren. So, Saint Mars steht auch. Wird auch ein starkes Debütrennen für ihn. Also Ostarberger. Wollte auch meine Hetzer nochmal zeigen hier. Hatte ich versprochen. Hetzer 1. Und Hetzer 2 fahren leider Gottes jetzt nicht um ein bisschen um die goldene Ananas da hinten aktuell. Ist aber auch sehr viele schnelle Jungs heute, ne, mit, ich meine, die Zeit, die da vorne gefahren wird und Tommy und
Klimchen und Yannick, die rasieren da vorne schon, ne? Also, das muss man nicht meinen, aber also Mittelfeld wäre dann doch schön, ne? Also man möchte dann doch nicht weit hinten fahren. Ich meine, Alpha Pate fährt jetzt hier aktuell 22. Position, letzter, aber ich meine, wir sind ja mit 24 gestartet, das heißt, er hat ja da auf jeden Fall, oder 25 Circle gestartet, also er hat da auf jeden Fall ja schon mal ein paar gewonnen Positionen und ja, gibt auch ja die Punkte für den 22. Ich glaube, es sind 8 oder so. Muss ich mal ausrechnen, wie es ist. Freut einen dann da auch, ne? Wenn man hier eine Stunde am Lenkrad gekurbelt hat, dass es wenigstens eine kleine Belohnung in Sachen Punkten gibt. Ich meine, natürlich kann es jetzt sagen, ich steige Rennen 6 ein. Mit der Meisterschaft habe ich nichts mehr zu tun. Ja, aber es ist ja auch nun mal so, dass in so einem Fahrerfeld, also ich meine, so viele Fahrer, die du immer wieder hin und her hast, da fahren nicht immer alle oder es können nicht immer alle jede Woche. Also und du hast ja einfach die Möglichkeit bei ACC, dass auch einfach 30 Leute auf diesem Server können, gleichzeitig fahren können. Also wir haben auch schon Endurance-Rennen gefahren gehabt in anderen Rennserien, wo mehrere Leute drauf fahren. Man hat sich dann Autos geteilt, aber ich glaube, da waren um die 50 Leute auf den Servern. Also das geht auch. Ja, Shellhase, der da auf jeden Fall auch näher rangekommen ist, nochmal an Yannick. Also 15 Sekunden ist er zurück. Aber das ist hier hinter den beiden Frikadellis heute die zweite Kraft, ne? Also macht ein gutes Ergebnis. Auf jeden Fall. Unser guter Vatermann. Ich weiß noch, wo er hier angefangen hat. Da waren auch Abstände hinten bei ihm, wie die anderen Jungs hier. 3-4 Runden. Oh, guck. Training mit ein bisschen, was mache ich hier, was mache ich da. Was ist für mich das passende Auto? Ja, auch Ronny Pony ist mit einem Aston Martin auf einmal so viel schneller. Oh, da geht hinten Lexus weit. Das war, glaube ich, Kroko. Genau. Oh, letzten 10 Minuten sind gleich angebrochen. Und Boxenstops sind soweit erledigt. Außer Kriemchen, der aktuell sich wenigstens so ein bisschen Führungsrunden holt. Auch wenn er weiß, das ist relativ schnell vorbei. Aber jedenfalls prangt mal kurz die 1 oben im LED-Display des Mad Panda AMGs auf. Ja, noch eine. Ich meine, ist ja seine Sache. Also er muss auch erst in der letzten Runde rein theoretisch reingehen, wenn er sagt, ich möchte, ne, solange die Reifen schmecken, solange die Reifen gut sind. Wir haben Stops in der ersten Runde gesehen und wir können auch welche in der letzten sehen. Das ist ganz, wie du es willst, wie du es hier gestaltest. Manche heben sich das immer nochmal auf oder sagen, du, vielleicht knallt mir irgendjemand in die Kiste oder ich habe einen Schaden und dann muss ich reagieren. Und genau deswegen haben wir ja auch zwei Stops drin, dass man auf so einen Schaden eben nochmal reagieren kann. Stell mal vor, du müsstest so ran und Schaden reparieren, weil dein Auto einfach nicht fahrbar ist. Mit diesem Schaden, ja, dann bist du einen ganzen Stop zurück und das heißt bei diesem Spiel fast eine Minute. Und das wäre einfach zu viel und deswegen muss jeder mindestens zweimal rein. Wir haben dadurch Strecken wie hier, dass das auch nochmal durcheinander gewürfelt werden kann, weil man ja Fehler machen kann an der Box. Und ja, jetzt wird es langsam auch dunkler. Also ich meine, es wird nicht richtig finster. Es wird so Leute wie den Ronny freuen, wo ich weiß, der sieht ein bisschen schlechter im Dunkeln.
Aber jetzt kriegen wir wenigstens die letzten 10 Minuten dann doch ein bisschen Licht an den Autos zu sehen. Das war ja eigentlich der Grundgedanke des Lights Out Cup, dass wir dunkler werden wollten, also in die Nacht reinfahren wollten. Es war jetzt so ein bisschen in Imola schon, dass das nicht ganz funktioniert hat. Also die Sonne ist wohl weg, aber finster ist es trotzdem nicht. Und im Spiel haben wir schon fast 10 Uhr Ortszeit. Das heißt, ich werde da nochmal vielleicht was anpassen müssen, dass wir wirklich auch nachts fahren. Ich meine, es könnte sein, dass wir jetzt, die nächste Strecke ist, glaube ich, Donington Park, dass da ein bisschen dunkler ist. Das mag sein. Das muss ich mir aber mal angucken. Und sonst stellen wir die Zeiten einfach auf von 22 Uhr auf Mitternacht. Also, wenn es da nicht dunkel ist, dann will ich Hugo heißen. Ja, Abstände leider. Also, wenn ich das jetzt mir mal angucke, da ist jetzt keins, was noch wirklich in einem Sekundenfenster ist, ne? Das ist alles gut auf der Strecke verteilt, was wir hier haben. Das nächste, was noch einigermaßen dran ist, ist Sunshine IG, der hier vielleicht noch an die Brate kriegt. Der fährt aber auch 1,7 dahinter. Das ist das nächste, wirklich, was zurzeit ist. Der Rest der Abstände ist, ja, mehr oder weniger liegt er über 4, 5 Sekunden. Das ist dann doch ein komfortabler Abstand. Er hat sich alles ein bisschen verschoben und gemacht und getan. Auch hier sehr, sehr interessant zu sehen. Er hat das Auto selbst lackiert, also hat es hier in Dortmund-Farben, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist gelb, es ist schwarz drin. Also ich weiß, dass er für sein eigenes E-Sports-Team fährt, die Jaguar Garage. Aber die LEDs unten auf dem Boden, die sind rosa. Ne? Schön im Kühlergrill, kannst du schön sehen. Ich meine, auch sehr schön siehst du es am R8 hinten, dass die Auspuffanlage schön leuchtend rot geht, und wenn man hier unter eine Bodenwelle geht, setzen die Autos auch auf und wir kriegen auch so einen kleinen Funkenflug. Ja, aber da sieht man es halt im Kühlergrill unten, diesen rosanen LED-Streifen da unten drin. Das ist Zusatzbeleuchtung, die man mittlerweile bei jedem Auto irgendwo installieren kann. Dann verschiedene Optionen. Gehen wir einfach mal auf die Schönheiten dieses Spiels drauf ein. Wir können ja mal gucken, was die anderen so haben. Der Porsche hat einfach unten Zusatzscheinwerfer. Ich glaube, der besitzt auch in den Scheinwerfern selber nochmal. Könnten sie ein anderes Licht haben. Ich meine, der Fricadelli selbst ist jetzt nicht angepasst. Hier leuchtet eigentlich der Kühlergrill oder irgendwie sowas. Also es gibt hier LED-Strips auf dem Dach. Man muss immer so ein bisschen genau hingucken. Also man sieht es jetzt da links an der Scheibe hat dann drin, ne? An der, wo der 003 an der LED ist, ist so ein LED-Strip nach oben. Oh, oh, oh. Da hat er die Kiste fast verloren. Wachler. Das ist auch ein vorgefertigtes Auto. Hier sieht man den LED-Strip deutlich hinter dem Mercedes-Zeichen im Kühlergrill dran. Riss man der sich da aber nochmal? Da muss Klimchen aber einen Fehler gehabt haben. Ah ne, Klimchen war an der Box, stimmt ja. Guck mal, da hat der Riss man gar nicht mal so viel verloren, wenn er jetzt hier gegen Klimchen fightet. Das ist Kampf um Platz 5. Und somit haben wir ja doch noch was, was wir die letzten 5 Minuten betiteln können. Da haben wir Klimchen mit dem mit seinem Mad Panda, fährt für McBride Racing. Und Rissmann in seinem Gurkenwasser GT, der zusammenfährt mit Jan Cero, der auf der 18 unterwegs ist. Da geht es noch um die Position 5. Und ja, Position 5 heißt für nächstes Rennen 10 Kilo Zusatzgewicht. Heißt aber auch für das Rennen hier, glaube ich, 2 Punkte mehr. Also, das kann man jetzt abwägen, ne? Möchte ich nächstes Rennen 10 Zusatzgewicht
Zusatzkilo haben, also 10 Liter mehr Benzin drin quasi. Oh, da geht er aber weit, da schlägt er fast ein. Muss auch hinten aufpassen, ne? Also ich meine, nee, das ist der Chero, der direkt hinter ihm ist, also sein Teamkollege. Der wird nichts mehr machen. Er ist eine Runde zurück. Ich dachte, es wäre ein Sunshine IG. Aber der fährt auf der 9 rum. Gut, 3 Minuten 17 noch zu gehen. Das behalte ich immer im Blick, ne? Platz 9, 10. Aber bleiben tun wir jetzt erstmal hier bei den beiden drauf. Wir können auch nochmal gucken, was wir so an Kameraperspektiven haben. Nein, wir können direkt als Fahrer mitfahren. Das ist meistens die Kamera, die viele Fahrer selbst gerne fahren. Der Sportmann ist ein bisschen näher dran und hat kein störendes Lenkrad drin. Oh, kommt da viel, viel besser jetzt. Ja, jetzt macht er natürlich zu. Oh, aber kein Raving fahren. Ja, Kontakt. Jetzt beim Rausbeschleunigen ist Kriemchen schneller. Wir können hier auch auf dem Beifahrersitz mitfahren. Auf dem Heckflügel. Nochmal der Beifahrersitz. Da sieht man auch, wie die Fahrer halt in diesem Käfig quasi sitzen. In diesem Gitter. Das hat damit zu tun, dass bei einem Unfall keine Kummerteile oder man selbst auch nicht rausgetragen wird. Quasi das Netz. Wir gehen mal wieder in den TV-Bildschirm zurück. Das ist hier noch der Kampf um die 5. War auch fair von beiden. Also, da musst du jetzt sagen, ne, wenn so ein kleiner Kontakt da stattfindet, dann sagst du, ey, der hat mich doch da abgedrängt oder wie auch immer. Das ist aber im GT-Sport ganz normal, dass er vielleicht schon mal schon mal ein bisschen Kontakt gibt und einen kleinen Lackaustausch. Das ist auch gar nicht weiter schlimm hier. Das können ja die Autos ab, ne? Also, wenn jetzt natürlich dadurch jemand abfliegt oder so, aber wir haben es ja gesehen, die haben beide die Autos gefangen und da war jetzt auch kein großer, aber es war so ein bisschen kleiner Kontakt. Die haben auch beide so ein Radar, um das anzuzeigen. So, wird die Final Lap sein, gehe ich von aus. Wir gucken mal, wo unser Leader ist. Ui, der geht nochmal weit. Na, Tommy, den fährst du doch nochmal, holst du noch eine Runde. Oder beendest du das Rennen? Dann muss ich hier drauf bleiben, wenn du es beendest. 14 Sekunden. Er gibt noch eine Runde. Und zwar ist da Start und Ziel. Okay, zack. The leader is on the final lap now. Give it final lap. Das heißt, Rissmann und Kriemchen haben quasi noch fast 2 Runden. Also noch eine und den Rest von der hier. Da kann sich noch was tun. An der Position. Also nicht verzweifeln. Gleichzeitig muss ich mal ein bisschen auf der Map gucken, wo mir der Tommy hier fährt, damit ich pünktlich zur Zieleinfahrt bei ihm bin. Ja, Startziel, was die beiden jetzt machen, können wir ja auf jeden Fall verfolgen. Der BMW auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem AMG, das sind die beiden stärksten Autos auf der Geraden. Was jetzt ein bisschen blöd ist natürlich, dahinter vorne Weißebaum und Wachler. Ich meine, Wachler, ne, ist eigentlich ja auch positionsmäßig interessant für beide. Aber da kommen sie nicht mehr hin in der letzten Runde. Ich glaube, das wird nichts mehr.
Oh ja, nee, da hat das Auto verloren. Da war es das für ihn. Gut, wir springen hier zur Führung. Tommy, der das Ganze hier astrein gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Doppelsieg für das Team Big Power oder Fricadelli. Grandios gefahren, ihr zwei. Yannick mit nur 7 Sekunden Rückstand und 30 Kilo Zusatzgewicht drauf hatte. Ja. Also, die zwei sind nicht zu bremsen. So, Schellhase. Hopp. Fährt mir hier auf die 3. Sehr gut gemacht. Also, Vatermann, herzlichen Glückwunsch. Platz 3. Sehr, sehr gut. Wachler, der dann doch auf die 4 fahren kann. Nach seinen kleinen Problemchen, die er dann ein bisschen hatte, trotz des frühen Stops. Klimchen 6, Rissmann macht die. Klimchen 5, Rissmann 6. Manu 7, Andi Brate fährt auf die 8 ins Ziel. Dahinter wird es jetzt ein bisschen. Oh! Da sind sie nochmal eingeschlagen. Klippen. Bevor die Leute hier auch runter sind vom Server. So. Ich hole mir mal das Podium rein. Jetzt fahren sie sich in der Outlap noch in die Kiste. Den Yannick laden wir noch mit ein. Und den Vatermann laden wir noch ein zu unserer Party. Gucken wir mal, ob wir das Podium hier rankriegen und ob ich hier meine Fricadellis rankriege, die uns das Ganze dann einmal kommentieren, was sie da fabriziert haben. So. Green light. Give it all you can. Das ist durch. Das haben wir. Da haben wir schon den Drittplatzierten, den Vatermann, der hier in die Party reinkommt. Ich glaube, du musst sagen, deine Audio freigeben. Tommy ist auch da. Okay, ihr müsst gucken, dass ihr da die Audio freigegeben habt. Okay, warte, ich gucke nochmal vom Stream her. So, guckt jetzt nochmal. Jetzt habt ihr es. Okay. Die Frage ist nicht, ob ich euch höre, sondern der Stream. Stimmt. Okay. Ja, wir gucken es einfach sonst. Jetzt vielleicht. Sonst ist das so ein bisschen Schizophrenie von mir. Ne? dass er mit sich selbst redet. Ja, ich wähle mal den Fricadelli Porsche aus als unser Anzeigebildschirm für die Interviews, weil, ja Jungs, das habt ihr da vorne aber ordentlich abgerissen, oder? Also erstmal Glückwunsch natürlich zum Sieg, Tommy. Vielen Dank, vielen Dank. Sah relativ einfach aus für dich. Das kann man so und so sehen. Nein, ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Das Auto hat sich sah super so angefühlt. Aus. Also, bist du vorne weggekommen. Yannick hatte die 30 Zusatzkilo und ja, dann hast du es irgendwann ab Runde 3, 4 schon verwalten können, oder? Ja, so ungefähr. Ich hatte eigentlich ja gar keinen Druck. Also ich wusste, dass der Yannick, nach dem Qualifying wusste ich, dass Yannick die Pace mitgehen kann. Aber dass, ja, dass wir uns da jetzt nicht gegenseitig irgendwie in Turn 1, Turn 2 von der Bahn schießen,
Das war ja auch logisch. Von daher habe ich dann gedacht, okay, wie machen wir es dann nur mit dem Pitten? Ich habe ein bisschen weniger Sprit mitgenommen und bin ein bisschen früher rein, dass quasi ich mein Rennen fahren kann, er sein Rennen fahren kann. Und also dann doch auch ans Team gedacht an der Stelle. Ausnahmsweise. Also, gesagt, ausnahmsweise. Es ist ja dann an der Stelle auch, ne? Also man ist ja dann auch ein Stück weit, wenn du vorne alleine schwimmst, dann ist ja immer noch dein Teamkollege der Contender. Ne? Genau. Der musste mir ja in der letzten Runde gerade die schnellste Runde klauen. Also 30 Kilo Zusatzgewicht, das interessiert den Yannick nicht. Oh doch. Unmerkt. Oh Yannick, da muss mir auch bitte gleich nochmal die Zeit geben, die habe ich nämlich vergessen gerade zu klippen, die schnellste Runde. Was hast du gesagt? 35,6 irgendwas war es, ne? 35,665. 35,665. Wäre gut, wenn du mir nochmal irgendwie einen Screenshot schicken könntest oder so, wäre ganz gut. Ja, weil ich das bestimmt sonst vergesse. Ja, also ich fand es auch im Qualifying, also dass der Yannick da, mache ich direkt den Sprung zum Yannick rüber, mit den 30 Zusatzkilo, das war dann doch relativ eng. Also da habe ich Yannick seine Quali-Zeit schon fast ein Stück weit besser eingeschätzt als die Pole-Zeit, weil er die einfach mit 30 Zusatzkilo gemacht hat. Yannick, sonst war es auch relativ schnell, habt ihr euch zwei absetzen können. Du hast gemerkt, du kommst nicht weiter nach vorne. Und dann war so ein bisschen ab und zu mal ein bisschen Trouble mit Überrundungen, ne? Ja, war ein, zwei Mal ein bisschen eng. Das war dann nicht so schön, aber hat ja zum Glück alles gut geklappt diesmal. Okay, ja, auf jeden Fall habt ihr euch für euer, also ich habe ja schon gesagt, warum wird euer Team nicht Fricadelli Racing nennen, verstehe ich nicht, aber warum es Pink Power bleibt, wir können es ja vielleicht nochmal umbenennen in Fricadelli Racing. Da hat Yannick die Rechte überlegen. Zum Teamnamen. Okay. Er muss sein okay geben. Oder ob es bei Pink Power bleibt. Wir können uns auch umbenennen. Ich meine, jetzt fahren wir eh Fricadelli. Also. Ja, das war dir ja bis zum Training also nicht bewusst. War es schon. Ich hab keinen Bock. Ich dachte, wir wechseln wieder die Farbe, um alle zu verwirren. Nee, ich bleib der Fricadelle treu. Wäre auch eine Option gewesen. Ja. Und starker Dritter heute, muss ich sagen, auch unangefochten, Vattermann. Also herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Jo, danke schön. Stark auf jeden Fall. Ja, ich habe also hinter dem Porsche kam ich nicht hinterher. Also die waren out of range das ganze Rennen über. Und ich habe mein Bestes mit meinem fetten BMW gegeben durch diese Kurven dadurch. War schon ein bisschen anstrengend. Hatte auch Glück mit der Boxenstrategie. Kurz vorm ersten Stop kam ich auf 2 zu überrunden drauf. Da habe ich gedacht, bevor ich da Zeit verliere, fährst du früh rein. Und dann hatte ich komplett freie Fahrt. Also ich weiß nicht, 20 Sekunden vor mir keiner, 20 Sekunden nach mir keiner. Und konnte also meinen Stiefel dann so runterfahren. Ne? Diesmal fehlerfrei, auch beim Boxenstopp. Die Reifen gewechselt, nicht so wie letzte Woche. Und ja, bin ich ganz happy drüber. Ja, definitiv. Also ist auf jeden Fall immer auch viel wert, ne? Ja. Wenn man da freie Fahrt hat, also hat man es ja gemerkt und ich hatte es, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gewusst, die fahren vorne eher Pace und dahinter so ein bisschen um Platz 4 bis 7 war relativ viel Trouble und dann habe ich geguckt, dann sage ich, Mensch, also der Shellhase ist da auch auf 15 Sekunden vorne weggefahren vor dem vierten Platz. War vielleicht dadurch, dass sie sich so ein bisschen auch gebettelt haben, vielleicht dein Glück, aber ist vielleicht auch die Strategie gewesen hinten raus, dass du da ein bisschen dieses Zeitfenster erwischt hast, also vielleicht auch durch Glück, aber das Zeitfenster erwischt hast, dass du sagst, hey, hier war eigentlich ganz gut mit freier Fahrt, ne? Ja, genau. Auch nach dem zweiten Stop hatte ich, glaube ich, Jinchero hatte ich, glaube ich, hier zu überrunden und zwei andere noch. Die haben aber super fair Platz gemacht. Das funktionierte auch an guten Stellen, wo du nicht viel Zeit verlierst. Wenn du natürlich auf der Strecke hinter einem hinterher hängst, eine halbe Runde, da sind dann ein, zwei Sekunden ganz, ganz schnell weg, ne? Ja, die sind hier schnell weg gewesen. Ich glaube, Wachler, der hat nachher um Position 4 gefahren und ist da, ich glaube, nachher ist er auch Vierter geworden, aber er hat
da auch relativ früh gepittet und ist dann hinter so ein Kampfgrüppchen zurückgefallen. Ja, ja, und das kostet dich, ne? Wenn du weißt, die hinter mir, die um Position 9, 10, die fahren ungefähr eine Sekunde langsamer. Ja, das ist natürlich dann nicht mehr ganz so prickelnd. Ja, vor allem, wenn du selber im Zweikampf bist, dann guckst du natürlich nicht immer die ganze Zeit nach hinten, sondern du orientierst dich auf deinen Vordermann. Naja, aber die Jungs war nicht überrundet. Also es war ein Positionskampf, er ist einfach Track Position hinter die gefallen. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann auch, die haben logischerweise dann auch gefightet, was ja doch ihr gutes Recht war. Ja. Also ob du jetzt ein Pit mehr oder weniger hattest an der Stelle, ist ja wurscht. Also das ist ja dann auch das Recht, und ich meine, da habe ich auch ganz gute Duelle gehabt hier, ne? Nochmal am Ende, also sehr gutes Reel-to-Reel hatte ich, glaube ich, drauf von Saint Mask und wer war denn das? Ich glaube, es war Wachler. Bin mir gar nicht sicher. Mhm. Die haben da auch relativ viel Beschleunigungsduell dann auf der Startziel sich geliefert und bis in die ersten Kurve rein, und hier ist ja wirklich nicht viel Platz in Sandford, ne? Leider. Also auch zum Überholen. Also ich glaube, mit dem Porsche hast du vielleicht noch wirklich die besten Chancen. Einfach aus der Kurve besser raus beschleunigen. Ja, aber also, sonst musst du hier stark auf der Bremse sein, ne? So ist es. Und die Linie. Linie macht viel aus. Ich denke auch, also hier muss der Vordermann einen Fehler haben, sonst ist da gar nichts drin zum Überholen. Und ich denke einfach, dass es jetzt nicht die Strecke ist, wo man die großen Überholmanöver sieht. Aber es ist auch relativ. Also ich meine, wir hatten sonst immer relativ viele Stop and Go an der Box und wie auch immer. Nichts. Heute war mal einfach nichts an der Box, dass irgendjemand nochmal eine Durchfahrtsstrafe hatte oder, also ich meine, Track Limits ist hier, glaube ich, sowieso nicht das Thema, aber es sind auch alle Boxenstops glatt gegangen, also ein Wunder. Es sind zwar zwei Leute, die sich nachher disconnected haben, ne, die nicht zu Ende gefahren sind, aber sonst nachher alle Stops von 22 Leuten, je zwei Stops, also 44 Stops ohne irgendetwas, ohne Stop and Go, 30 Sekunden, musst du sagen? Respekt. Respekt, also klappt nicht immer, ne? Also nee. Da haben wir schon ganz andere Rennen gesehen, wo es alles hagelt, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, lass mich mal gucken, ich glaube, die nächste Strecke ist, Donington Park, ne? Oder? Ich glaube, war es nicht in Indianapolis? Indianapolis. Ah, okay. Ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen. Das passt dem Porsche vielleicht nicht ganz mit der langen Steilkurve und mit dem Topspeed. Na, eher das Gewicht. Ein bisschen. Ja, ich meine, eure Frikadellis haben sich ja jetzt vorne so die Premium-Klasse gesichert, ne? Mit 30 und 25. Und ich meine, Vatermann, du hast jetzt dann auch 20 dazu gekriegt. BMW so schon schwer genug, von daher. Da macht es vielleicht gar nicht mehr so viel aus, aber für die Porsche vielleicht in Indianapolis, vielleicht das gewisse Handicap, was vielleicht dann jemanden im AMG oder im BMW vielleicht auch nutzen könnte, ne? Glaub nicht. In Indianapolis. Wird schwer, okay, für also die du glaubst, ist gute Strecke für dich? Ja, glaub ist ich. Eine gute Porsche-Strecke. Das ist eine gute Porsche-Strecke und ich kann die eigentlich also auch relativ gut. Ja, Yannick ist dazu OP, den möchten wir bitte 100 Kilo da reintun. Wir hatten aber ein Just for Fun Rennen, das lief für alle anderen nicht so gut, würde ich sagen. Okay, aber die Strecke ist ja auch relativ neu noch im Spiel, also. Also du hast auf der Geraden wirst du definitiv den Nachteil haben, aber ja. Du holst das aber mit das dem Infield. Porsche sowas, genau, im Infield holst du das alles wieder raus, das ist unfassbar. Also du machst da so viel Meter bis Startziel, da musst du schon echt sehr, sehr schnell mit einem anderen Auto unterwegs sein, um dann wieder den Porsche angreifen zu können. Also die Konstanz, egal, du weißt, was ich meine. Die wird da eher ausschlaggebend sein. Ja, das stimmt. Und die Boxen gut. Einfach, und die Boxenstops. Dann ciao. Ist auch, glaube ich, eine sehr relativ lange Box. Ja. Ne? Also ja. Man fährt sehr lange. Die Einfahrt ist halt auch ein bisschen tricky. Ne? So ein kleiner, also du fährst ja geradeaus, kleiner Linksknick, dann kannst du beschleunigen, dann kommt eine lange Rechtskurve und in der langen Rechtskurve am Ende ist dann die
Lane. Ja. Ja, bestimmt. Ja gut, dann wird es da nächste Woche drauf ankommen. Ich glaube, ich muss nochmal in der Uhrzeit spielen, seit dem Update, was gekommen ist. Imola war schon nicht richtig dunkel. Hier war auch jetzt relativ lange, also am Ende wurde es gerade mal Dämmerung. Und, ja, wir gehen ja Richtung Sommer. Noch mal... Ja, aber vielleicht muss ich da nochmal die Uhrzeit anpassen, dass wir von 10 bis Mitternacht fahren. Weil es sollte ja eigentlich ein Lights-Out-Cup sein und wir wollten ja im Dunkeln fahren. Aber heute war es schon extrem hell, muss man sagen. Das stimmt. Ja, also überraschend. Also wenn ich jetzt, ne, Sandford ist jetzt, ich sitze jetzt hier in Köln, aber Sandford ist vielleicht 2 Stunden mit dem Auto, wenn ich jetzt hier rausgucke und wir haben erst 9, dann ist hier dunkel. Ja. Ja, aber in Sandford, ich glaube nicht, dass in Sandford jetzt noch sagst, ah, alles klar, ich glaube, wir können noch mal zum Strand gehen. Pack die Badehose ein. Genau, also ja. Ich glaube einfach, dass bei diesem Update vielleicht auch was von den Uhrzeiten nicht ganz so war. Da muss ich nochmal angucken. Vielleicht schieben wir einfach diese Zeiten einfach nach hinten und dann ist auch okay. So. Ja gut, sonst lass mich eben abmoderieren, was wir sonst noch haben. Wir haben heute Donnerstag, wir haben in der Woche ist nichts mehr sonst soweit. Wir haben Montag hier im Programm die F1 mit dem Rennen aus China, also dem Monday Sprint Cup. Hoffentlich auch wieder volles Feld. Durch den Joinen des Spiels in den Game Pass ist jetzt auch wieder ein paar mehr Fahrer gekommen. Heißt bis jetzt aktuell noch nicht so viel von der Qualität. Also ich glaube, in Australien war jetzt das Wochenende das Rennen. Sind, ich glaube, 9 ins Ziel gekommen von 22. Aber ja gut, ich bin selbst abgeflogen. Aber vielleicht auch schwierige Strecke. Und dann haben wir am Dienstag, glaube ich, wieder die Chaos-Lemminger, die starten mit dem dritten Liga-Rennen, glaube ich. Weiß einer von euch wo? Imola. Imola? Ich meine, Imola ist es. Zu Hause. Dann geht's nach Imola, Aqua Minerale und Tamburello-Kurve, genau. So, und dann ist Donnerstag schon wieder hier auf Indianapolis. Und ja, gut, mich freut's, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr das ihr Ganze mit mir... Wir hatten einen relativ aktiven Chat, muss ich auch sagen. War auch ganz gut. Ein paar Fahrer drin, ein paar Jungs aus Österreich, die hier diese BSE-Jungs und Jay unterstützt haben. Ich glaube auch für Team Hetzer waren ein paar unterwegs. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da und oder beides. Oder guckt bei uns auf YouTube vorbei oder auch andere Formate. Nächstes Rennen ist, glaube ich, Patsy wieder dabei und ich greife hinter das Lenkrad. Yay! Und ja, sonst verbleibt mir nur mit Racer grüßen. Bis zum nächsten Mal, euer Sharky. Ciao, ciao.